Ja, so ein Schwachsinn, jetzt sag mal. Wer? Einen kleinen Sohn, der heißt Toni und... Wir wollten es dir sonntags sagen. Ja. Oh, wer lacht denn da? Guess who's back? Hey, hey. Oh, so schön, dich zu sehen. Du siehst gut aus. Ja, guck mal, hey. Wahnsinn. So gut siehst du aus. Wow, danke. Willst du nicht erst Sonntag kommen? Ja. Hast du ein Problem damit? Schön, dass du schon da bist, auf jeden Fall. Ja, cool. Hey, geil. Was ist hier los? Was habe ich hier verpasst? Wo ist denn Sam? Sam, ach so, ja. Ja, da war noch was. Um es auf den Punkt zu bringen, Sam und ich, wir haben uns getrennt. Es ist, wir haben einfach gemerkt, dass es mit der Liebe mit uns beiden einfach nicht funktioniert. Wir haben uns hier gegenseitig, sag ich mal, unterstützt, als wir die Probleme hatten. Aber trotzdem, wir gehen unsere eigenen Wege. Ist auch alles gut. Tut mir leid, Mann. Alles gut, trotzdem. Was ist das? Bist du Mama geworden? Du Papa? No, was ist los? Nee, ich bleib bei meinen zwei Kids. Also, ich hab nicht vor, noch mal Papa zu werden, ehrlich gesagt. Ach komm, Baby ist was Schönes. Also wer ist hier Vater oder Mama geworden? Ich bin auch keine Mama geworden. Also, ist glaube ich klar. Das heißt, wenn ihr zwei nicht seid, kann sie nur eine sein. Haha. Also wer ist es? Da liegst du wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ja. Mit? Mit Oscar. Tada. Bist ja, du tatsächlich. Ja, so ein Schwachsinn, jetzt sag mal. Oscar hat einen kleinen Sohn, der heißt Toni und... Wir wollten es dir sonntags sagen. Ja, eigentlich sollte Oscar es dir eigentlich sagen, aber... Wir haben halt nicht damit gerechnet, dass... Weil ich meine, so hätten wir es dir jetzt auch sagen wollen. Oscar, ganz kurz, es sieht gerade aus, es würde dir keinen Spaß machen. Und ich verstehe gerade auch keinen Spaß, weil ihr hättet mir Bescheid gesagt, wäre Oscar Papa. Ben... Oscar weiß es selber erst seit kurzem. Also, wir wissen es alle erst seit kurzem. Ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir sind selbst überrumpelt worden und... Wir wollten das am Sonntag in Ruhe machen, beziehungsweise Oscar sollte es machen. Ja, das ist seine Aufgabe eigentlich. Ist doch klar, dass du es eigentlich von deinem Kind erfährst, dass du Opa... Hey, es kann doch nicht sein. Ich bin ein paar Wochen weg. Komm zurück und bin Opa? So haben wir auch reagiert. Fast so. Es ist auf jeden Fall... Ich brauche ein Wasser. Bitte, ja, ich brauche ein Wasser. Dass Ben so von Toni erfährt, das war absolut nicht mein Plan. Oder? Nee. Ich meine, wir wollten, dass Oscar ihm das erzählt, dass er Vater geworden ist. Beziehungsweise, ja, Ben jetzt Opa ist. Aber hätten wir ihn anlügen sollen? Nein, auf keinen Fall. Lügen gehört sich nicht. Ich fasse das gar nicht. Das kann ich verstehen. Du verarschst mich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber Oscar weiß es selber. Wie gesagt, das ist alles crazy. Ich habe mich so über meine Familie gefreut. Vor allem auf meine Schwester. Wir haben uns Ewigkeiten nicht gesehen. Gibt ja auch sehr viel Redebedarf. Und dann, whams, in your face. Oscar macht mich zum Opa. Ja, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das ist eine Sache, die musste ich erst mal irgendwie verdauen. Ich dachte halt, Oscar hat echt sein Leben im Griff. Und jetzt sowas. So, hier, bei mir passt auch meiner Seite. Jo, bei mir auch. Hier auch, diesen. Ja, ist fest drin. Ja, sieht stabil aus, oder? Lass uns da vorne an, wenn das Bettchen steht. Mach mal. Besser ist es auch. Ganz kurz. Das heißt, Toni, mein Enkelkind, wird heute noch hier auftauchen? Wir haben mit Vicky vereinbart, dass sie Toni vorbeibringt und Oscar und Toni sich kennenlernen. Also, Vicky ist die Mama von Toni, meinem Enkelkind. Wenn, wie gesagt, es war anders geplant. Wir dachten, dass du nur nicht heute kommst. Es wird schon. Hey. Naja. Ich weiß, es ist hart, aber. Hi. Hi. Na? Du bist schon wieder hier. Ja, bin ich. Hi. Du brauchst gar nicht gehen, wir müssen reden. Du weißt Bescheid, also, ne? Krass. Olli, wollen wir? Ja, okay. Wir lassen euch Ich kann das erklären. Wirklich. Also, ich hab immer verhütet. Wirklich. Wirklich. Einmal waren wir betrunken und dann haben wir beide vielleicht nicht so aufgepasst. Aber ich kann mir nicht, also sie kam letzte Woche, kommt Vicky hier an mit dem Kind und für mich ist das auch neu.
Seit einer Woche weiß ich das erst. Tut mir leid, Papa. Ich wollte das doch nicht so. Oskar. Hm. Komm her. Du bist gar nicht sauer. Nein, ich... Das ist gut. Ich bin nicht sauer. Klar, ich muss mit dieser Situation auch erst mal vertraut werden und klarkommen. Aber wir schaffen das zusammen, okay? Ich hoffe's. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte echt Schiss, dass du sauer bist. Danke. Mein Vater ist nicht komplett ausgerastet, als ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt auch Vater bin. Die Last von meinen Schultern konnte er mir nicht nehmen. Ich meine, wie soll ich mit 20 Jahren auf einmal selbst ein Vater sein? Hey. Wir kriegen das hin. Sind die Straubinger. Ja, meine Traumvorstellung ist jetzt nicht gewesen, zurückzukommen und auf einmal Opa zu sein. Aber es ist nun mal passiert. Es ist, was es ist. Und ich darf eins nicht vergessen, ich bin auch sehr jung Vater geworden. Und Familie hält zusammen. Ich werde Oskar natürlich unterstützen, so gut wie es geht. Ein Kind ist auch was Schönes. Oh mein Gott, ich kann es nicht erwarten, weil ich bin so nervös, meinen kleinen Enkel jetzt kennenzulernen. Oh. Sie ist da. Sie ist da? Ja, sie Oh Gott. Oh, sie ist da. Das wird schön. Ja, ich... Was ist los? Ich bin der Verantwortung nicht gewachsen, Papa. Ihr müsst mich auch verstehen, ich kann das nicht. Ich bin doch selbst noch ein Kind. Hey, hör mal zu. Ja. Wir sind hier. Mel ist hier, ich bin hier. Und wir werden den ganzen Tag an deiner Seite stehen, okay? Versprech's dir. Olli und Jan übernehmen die Kneipe. Genau, die können die Kneipe übernehmen. Mein ganzes Leben nur vor mir. Hey, wir kriegen das hin. Ist alles gut. Oh. Hi. Ja, natürlich. Hallo. Ich habe den Kinderwagen oben stehen lassen. Den hole ich gleich. Hallo. Du musst ein Vicky sein. Ja. Und du, Toni? Hallo. Lachst du? Darf ich dir direkt? Sorry. Oh, meine Güte, bist du süß. Ich bin dein Opa. Opa. Okay, daran müssen wir uns erst noch gewöhnen. Hallo. Bist du goldig? Schau dich mal an. Hey, das sieht aus wie du, als du ein Baby gewesen bist. Schau mal hin. Oh. Ich hab dir ein bisschen so sah ich aus. Ja, so sahst du aus. Hallo. Was soll das sein? Du kleiner Mann. Aber am besten gebe ich dir das. Dinge, die du wissen musst. Ich halte das dann ab. Hallo. Wie ich sehe, bist du hier gut aufgehoben, gell? Sehr gut bist du hier aufgehoben. Ich war total schockverliebt, als ich den kleinen Toni sah. Ich habe auch vergessen, mich dann bei Vicky vorzustellen, was mir wirklich unangenehm gewesen ist, weil ich bin ja eigentlich nicht so der Typ. Ich bin ja da schon sehr höflich, normalerweise. Aber im Endeffekt, sie ist die Mutter von meinem Enkel und wir werden uns jetzt öfter sehen. Also, sag mal tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss. Meldet euch, ja? Ja, ja. Oskar, wirklich, das sieht genauso aus wie du aus, Baby. Und weißt du was, egal wie unverhofft, ich liebe dich jetzt schon von ganzem Herzen. Ja. Oh. Ist schon komisch, wie mein Vater sich auf das Kind gefreut hat und ich eben nicht. Ich meine... Mir geht der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass mein Vater so normal reagiert und, naja, und ich eben nicht. Hallo. Der Wind in deinen Segen, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Schmeckt die Faust. Schmeckt die Faust. Ja? Suchst du nach dem Papa? Ja, mal weiß. Ja. So, machen wir dir mal einen kleinen Cocktail, hä? Ein Babycocktail. Toni. One. Sag mal, ihr beiden, wisst ihr, also was zur Hölle stinkt hier so? Hat einer von euch irgendwie... Von uns? Meinst du, von uns hat jemand... Was denkst du, was so stinkt? Das ist dein Sohnemann. Nix. Hat Kacke gemacht. Vater, das ist ein winziges Baby. Oh, ja. Ja, komm, kümmere dich mal drum. Kannst direkt mal Windeln wechseln. Das kann nicht das Baby sein, das stinkt doch nicht so, das ist winzig. Ja, aber das macht auch. Das macht auch, genau. Das stinkt ein bisschen schlimmer als du, ne? Das ist ja widerlich, das riecht bei mir so, wenn ich 3 Tage getrunken habe und, Willst du dich jetzt mal drum kümmern oder wie sieht's aus? Um Gottes Willen.
Papa, ich kann. Ich mach das nicht. Pass auf, das musst du machen. Wir machen es so. Ich zeig dir, wie das geht, wie das funktioniert. Du schaust zu und das nächste Mal bist du dran. Der? Warum, warum, warum? Dass ein Baby so viel Arbeit macht, das hatte ich ja noch auf dem Schirm. Aber dass sie so viel Spaß machen. Ey, ein Baby um sich zu haben, das ist so ein wunderschönes Gefühl. Und ich glaube, wir wuppen das. Wir kriegen das alle hin. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall wuppen. Ich meine, ich liebe ihn jetzt schon. Er ist einfach so knuffig. Und es wird aufregend. So, so viel mit Ausruhen ist jetzt nicht, ne? Das musst du jetzt genießen, diese Ruhe. Ich verstehe die Begeisterung von Papa und Mel einfach nicht. Ich meine, Babys stinken, die sind laut und machen viel Arbeit. Was finden die daran? Okay, wenn es schläft, ist es ganz süß, aber das war's dann auch. Oh, dieser Geruch vom Babykopf. Oh, da könnte man reinbeißen, ne? Darf ich ihn doch mal nehmen? Nein, aber der Papa darf. Oskar, ich geh zum Papa. Ja, zum Papa. Halt die Fest, nee, alles gut. Du machst das schon ganz gut. Der sieht ja auch glücklich aus auf deinem Arm. Hm? Ciao. Oh, da bleibst ich mach du auf. Bei das mir. Wird so sein. Da bleibst du bei mir. Hallo. Schau mal, wer da ist. Die Mama ist hier, um dich abzuholen. Hallo. Guck mal. Mama ist wieder da. Du interessierst dich, weil der Opa da ist. Hat alles gut geklappt? Ja, hat super geklappt. Er ist auch jederzeit wieder willkommen hier. Das freut mich zu hören. Ich kann eure Unterstützung echt gut gebrauchen. Darf ich das hier einfach so? Ja, so. Danke, danke. Gehen wir nach Hause? Kannst ihn gerne immer hierher bringen. Danke. Ja. Vicky, ich hab dir alles wieder eingepackt und den Kinderwagen, der ist schon wieder unten, hast gesehen, ne? Hab ich gesehen, ja. Geht das so? Yes. Soll ich dir helfen? Ich bring mich noch raus, dann. Ich vermisse dich jetzt schon. Du bist ja gerade, dein Daumen, der schmeckt besser. Ich danke euch. Danke, mach's gut. Ciao. 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 Beim nächsten Mal kannst du ihn ruhig länger hier lassen, ja? Tschüss, Toni. Bis bald. Gut. Oh, ich vermisse den Kleinen jetzt schon. Tut das Herz weh. Ach ja. Jesus. Ja, ich kann mir nicht mehr helfen, ey. Oh Mann, wie der riecht. Ich bin müde. Bald wieder da. Ben, ich glaube, er ist herb überfordert. Oskar, warte mal kurz. Was ist los? Wie soll ich sagen? Ich habe halt einfach. Ich fühle nichts für das Kind. Ich bin. Also. Da ist halt einfach nichts. Und ich verstehe nicht warum, weil eigentlich finde ich, müsste das ja eigentlich automatisch kommen, weil ich bin der Vater. Nur stimmt, glaube ich, einfach irgendwas nicht mit mir. Keine Ahnung. Ich kann es nicht richtig greifen, weil. Oskar, du bist einfach nur überfordert. Das kommt alles. Du wirst den Kleinen lieben, sobald du mehr Zeit mit ihm verbringst. Hoffentlich. Ich fühle mich wie ein Monster und was verdammt nochmal stimmt denn nicht mit mir? Hey, mit dir ist alles in Ordnung. Wie gesagt, du musst einfach nur mehr Zeit mit dem Kleinen verbringen. Es hat mich schon etwas verunsichert, ne, als Oskar mir sagt, dass er für den kleinen Toni überhaupt nichts empfindet. Dabei ist er so süß. Ich meine, wenn ich an mich denke, damals, ich habe meine Kleinen gesehen, meine Kids, und ich habe die von Sekunde 1 an geliebt. Bei Oskar ist es eine andere Geschichte, der ist unerwartet Vater geworden. Aber ich bin mir sicher, dass er das hinbekommt und auch Gefühle für den kleinen Toni entwickelt. Ich habe echt keine Ahnung, was mit mir los war in dem Moment, als ich Ben nach so langer Zeit das erste Mal wieder gesehen habe. Das, was ich bei seinem Anblick das erste Mal wieder so gefühlt habe, das hatte ich echt schon lange nicht mehr.
Ich muss auf Duschen gehen, auf! So. Ich habe mich so abgefuckt, als George und Barbie reingekommen sind. Ich war so kurz davor. Und das sah so aus, als würde sie mich küssen wollen. Aber egal, der Tag war noch nicht vorbei. Ich wollte nicht aufgeben. Deine Familie hat mir am Freitag gesagt, Toni ist hier immer willkommen. Deswegen dachte ich, ich kann den vielleicht vorbei. Nein, das ist Oscars Fleisch und Blut. Er hat sich voll daneben benommen. Wie wär's, wenn Toni ein paar Tage hier bleibt? Das ist doch kein Problem. Vielleicht sollten wir Oscar fragen, auch dazu. Ich habe gehofft, dass uns das nicht auf die Füße fallen wird.